So, ein herzliches Willkommen zum neuen Vlog hier auf diesem Kanal. Ihr habt das Ganze hier auf Instagram entschieden. Falls ihr meine Instagram-Story noch nicht kennt, schaut einfach mal hier unten drunter. Dort findet ihr dann auch den passenden Link dazu. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir aber erstmal an mit dem Vlog. Und zwar, unser letzter Tag hier. Werde ich mein Opel wiederbekommen? Beziehungsweise werde ich mein Auto noch dieses Jahr wiederbekommen? Man weiß es nicht. Denn viele von euch wissen sehr wahrscheinlich, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, dass mein Auto in der Werkstatt ist seit jetzt knapp 3,5 Wochen. Und ich habe so langsam fast die Hoffnung aufgegeben, dass ich dieses Auto überhaupt noch wiederbekomme. Aber egal, wir räumen jetzt hier erstmal ein bisschen auf, denn hier sind noch so ein wenig die Spuren von gestern zu sehen, von gestern Abend, unser Abendessen mit unserem Kumpel zusammen, den ihr auch kennt, nämlich Jelte. Und das räumen wir jetzt erstmal eben auf die Schnelle weg und dann schauen wir mal, ob wir bis dahin vielleicht einen Anruf bekommen. Das Handy ist auf jeden Fall auf laut gestellt. Und wisst ihr, was ich nie verstehen werde? Man kann ja Zoe noch so oft sagen, das Waschbecken sieht jedes Mal so aus, wenn die irgendwie was gebacken oder gekocht hat oder sonst was. Ich verstehe das nicht. Also ich würde das ja wenigstens direkt beiseite räumen oder hier probiert was auszuwaschen. Nee, da fehlen einem manchmal die Worte. Also kochen und so weiter schön und gut, aber man sollte es auch wegräumen. So ist zumindest meine Meinung darüber. Schreib deine Meinung dazu mal gerne unten in die Kommentare. Sieht es bei dir eigentlich genauso aus, wenn du irgendwas gemacht hast? Räumst du es sofort weg? Nimmst es dir vielleicht weg? Also vor, das sofort wegzuräumen, aber vergisst es. So wie das bei Zoe sehr wahrscheinlich immer ist. Aber naja, wir wollen uns mal nicht beschweren. Wir machen jetzt hier einfach mal direkt weiter. So, jetzt machen wir den Tisch mal eben sauber und dann geht's weiter. So, dieser Tisch hier ist jetzt sauber und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit, ich weiß gar nicht, mit Staubsaugen. Genau, damit machen wir jetzt einfach mal weiter. Beziehungsweise, wir packen erstmal die Nägel in den dafür vorgesehenen Raum, denn wir müssen hier nachher noch an dieser Wand das Plakat anbringen und dann bin ich sehr gespannt, wie das Ganze hier gleich aussehen wird. So, jetzt geht es aber erstmal weiter mit Staubsaugen. Beziehungsweise einmal ganz kurz die Nachricht checken, denn mein Vater wollte gerade eben noch was von mir. Kriege hier gerade ein Video. Und kriege hier ein Video. Von Heidepark sucht ihn ein Video. Ein neues Jahr rückt uns entgegen. Es bringe dir viel Glück und Segen. Erfülle dir die Wünsche all, ob noch so groß sei ihre Zahl. Drum schenke ich dir jetzt und hier all diese Dinge hinter mir. Hufeisenschwein und Schornsteinfeger sind die reinsten Glückserreger. Und es weiß an jedes Kind, dass die Zeit uns unsere Sinne nimmt. Drum denk künftig auch mal dann und wann. Jetzt kommt meine innere Ruhe dran. Nun wünsche ich noch, das ist klar, einen guten Rutsch ins neue Jahr. So viel dazu. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir mal eben schnell weiter mit unserem eigentlichen Plan, nämlich Staubsaugen. Da haben wir nämlich hier so lustigerweise so ein elektrisches Ding. Funktioniert, also erfüllt sein Soll, sein Zweck und so. Da müssen wir auf jeden Fall mal eben hier gleich um den Tisch herum sorgen. Die anderen Sachen habe ich nämlich schon gestern größtenteils beseitigt, nachdem ich zu Hause war. Jedenfalls, vielleicht muss ich noch einmal los, einen Kaffeeautomaten befüllen und dann habe ich endgültig Feierabend. Eigentlich wollte ich heute gar nicht los, aber den Kaffeeautomaten, den muss ich auf jeden Fall einmal noch mitnehmen. Sonst gibt es da, glaube ich, ein bisschen Ärger. So, dann wollen wir mal eben eine Runde staubsaugen. Ich werde gerade angerufen. Ja. Uwe war sie jetzt auf jeden Fall, weil der noch nicht richtig ansprang und auch noch relativ hart lief, sag ich mal, vom Motor her. Ja.
Und jetzt mit dem anderen haben wir morgen eingebaut. Ich bin jetzt nochmal proben gefahren. Läuft auf jeden Fall besser. Ja. Der nagelt nicht mehr so vom Motor. Fange jetzt auch gut an. Aber ich sag mal, er hat jetzt auch nicht so lange gestanden. Ne? Okay. Ich würde ihn jetzt nur stehen lassen, dass wir Donnerstagmorgen nochmal starten, ob er dann vernünftig anspringt oder nicht. Ja. Weil so kann ich endgültig, also so läuft er jetzt super, aber ich kann nicht sagen, ob er wirklich jetzt nach Standzeit vernünftig anspringt. Ne? Das sehe ich erst am Donnerstagmorgen. Ja. Jetzt eben haben wir nochmal eine halbe Stunde stehen lassen, dann sprang er ganz normal an. Aber ich weiß nicht, was ist, wenn er jetzt, ich sag mal, 2 Tage steht. Ne? Wenn wir den jetzt über den Feiertag stehen lassen, Donnerstagmorgen und dann nochmal starten. Also das würde ich gerne erst nochmal machen, um zu gucken, ob es in Ordnung ist oder nicht. Ja, okay. Aber wenn er dann quasi Donnerstagmorgen ganz normal anspringt, dann wäre der quasi fertig, ne? Dann wäre er eigentlich soweit fest, ja, genau. Okay. Weil theoretisch am 4.1. haben wir schon fast so quasi geplant, mit denen da runter zu eiern, sage ich mal. Ja, das war jetzt die endgültige Nachricht. Ihr habt es gerade selber mitbekommen. Das Fahrzeug von mir wird dieses Jahr nicht mehr hierher kommen. All das, was ich die ganze Zeit gehofft habe, ja, passiert jetzt eben nicht. Aber ihr habt ja auch gehört, das Fahrzeug läuft mittlerweile so, wie es soll. Die haben halt Injektoren getauscht, die kaputt waren. Und die brauche ich selber Gott sei Dank nicht bezahlen. Das läuft alles über die Händlergarantie ab vom Autohus. Aber nach ziemlich viel hin und her haben die sich mal dazu bereit erklärt, das Ganze zu übernehmen. Aber ich sehe es so. Ihr habt es selbst mitbekommen, das Auto läuft, es springt auch direkt an, so wie es soll. Aber es ist eben, wie gesagt, die Sache, man weiß nicht, ob das Auto jetzt wirklich die ganze Zeit so anspringen wird, wie es soll. Und bevor man hier hinterher dann steht mit einem Auto, was genauso bescheuert ansprang wie vorher, geht man doch besser diesen Weg und sagt, hey, okay, es ist zwar gerade echt scheiße, weil man das ein bisschen anders geplant hat, aber ich brauche das Auto jetzt gerade auch nicht, weißt du? Das ist halt das Ding, wir brauchen das Auto erst am 4.1., um in den Phantasialand zu fahren, was ihr bereits auch bestimmt schon im letzten Vlog gesehen habt. Falls nicht, unbedingt mal reinschauen. Und ja, jedenfalls am 4.1. brauchen wir es, um in den Phantasialand zu fahren. Das habe ich Ihnen gerade eben auch nochmal gesagt, dass wir da das Auto eigentlich fest eingeplant haben, weil man mit dem Wagen da letzten Endes am besten mit runterfahren kann. Und ich bin sehr gespannt, wie im Allgemeinen das Fahrzeug dann sich fahren lässt, weil das Auto hatte von Anfang an schon irgendwie ein komisches Problem. Es ließ sich halt echt bescheiden starten und sowas. Aber ja, das haben die jedenfalls auch gemerkt, nachdem das Auto endgültig repariert war, dass das Auto im kalten Zustand sehr schlecht anspringt. Aber genau, das soweit dazu. Jetzt warten die jedenfalls noch einmal ab nach den Feiertagen. Das steht jetzt quasi 2 Tage einmal. Wird nicht angefasst, kein gar nichts. Und wenn es dann in 2 Tagen morgens machen die einen Start, sehr gut anspringend, sagte er auch, bitte mich anrufen, dass das Fahrzeug abholbar. So, mittlerweile ist auch Klein Susu da. Ist das jetzt ein Vlog? Ja, schon die ganze Zeit. Hä, was hast du denn gefilmt? Hi, ich Ja, weiß nicht, wie wir warum ich mittlerweile dich schon rufe. aufgeräumt haben, aber okay. Ach so, ja, Lilip hat ja gerade so ein Gefängnis gekauft. Ja, wir waren noch einmal einkaufen wegen Silvester heute Abend. Das Video kommt übrigens um 18 Uhr online. Das hat Instagram Story so abgestimmt. Du musst jetzt hier mal zeigen, was wir so gekauft haben. Beziehungsweise, Weiß nicht Sui mal, hat was davon. das Ja, ist. wir waren jedenfalls bei einem Laden, den kannte Sui noch nicht mal. Doch, von letztem Jahr. Und das muss man mit einer extra Schere aufschneiden. Ja, man braucht da so eine Art Blechschere, um quasi dieses Gitter hier zu entfernen. Und dahinter verbirgt sich eine Batterie. Im Normalfall kostet dieses gute Stück wie viel? 100 Euro. Ja, wir haben das für 75 insgesamt bekommen. 75 Euro bekommen. Und Aber, dazu ja. haben wir noch, also ihr merkt, diese Batterie alleine kostet eigentlich 100 Euro. Aber weil wir der letzte Kunde waren, so auf dem Last Minute nochmal vorbei, und der hatte da eigentlich verhältnismäßig noch relativ viel gehabt, oder? Ja, aber er hat gefragt, wie viel wollen wir denn so ausgeben, ne? Und dann hat Levi gesagt, ah, 75 Euro, hat er gesagt, komm, ich packe euch die noch drauf und dann kriegt ihr das beides für 75 Euro.
Ja, die hier ist jetzt quasi zum Vorschießen. Ich weiß gar nicht, warum ist der Backofen an? Ja, weil ich gleich esse. Achso, hast du gerade angemacht, okay. Ich dachte schon, ich hätte die angemacht. Aber egal. Jedenfalls haben wir hier diese Batterie zum, man kann sagen, Vorschießen bekommen, bevor man die dann anmacht. Allein die hier, sehe ich gerade, kostet eigentlich einen Zehner. Und das ist eigentlich auch eine relativ simple Sache. Und beides zusammen ist, glaube ich, ganz okay, oder? Boah, ich habe voll Angst vor dem Gefängnis, ne? Das sieht aus wie ein Gefängnis. Noch nicht. Du musst aufstehen. Ja, schön, Schuhe ausziehen hier. Wollte gerade sagen, ne? Ja, ja, Lele. Ist das gerade? Sieht, ja. Ja, ja. Rechte Ecke ein bisschen höher, hab so einen Mini-Puff. Guck, Lele, hi. Aber warte mal, also muss das, hat das was mit dem Sofa zu tun? Nö, ne? Das Sofa können wir noch verschieben. Ne, das geht. Also, okay. Ja. Jetzt minimal daneben. Ist ja im Prinzip egal, welche Höhe, du musst das ja gleich einfach nur gerade machen. Irgendwie hier wegen dem Seil, ne? Ja. Noch einer. Ja. Das hält erstmal. Provisorisch. Ach du Scheiße. Es geht hier nur um die provisorisch. Ja, ja. Es geht hier um die provisorisch. Ja, ja, passt. Ah, nee, runter. Ja, so. Scheiße. Hammer! Gib mir mal die Hammer her. Eckart, ich brauch den Hammer. Das ist unsere Hyde Park Memory Wand. Und wir haben ganz viele Fotos ausgedruckt. Ja, was guckst du mich so an? Und? Ja, ich hab die ausgedruckt, will die da anhängen. Mhm. Und wie? Wie haben sie sich das vorgestellt? Da. Ja, wo sind die Bilder eigentlich? Da, wo du die hingetan hast. Was? Ich habe gesagt, man kann dadurch einfach eine komplette Freizeitparkwand machen. Nicht zwingend nur aus dem Freizeitpark. Weil Hyde Park Resort sagt quasi, dass es um Freizeitpark geht. Man kann dann quasi so einen Zettel noch nehmen und da Phantasialand mit dranhängen. Weißt du, wie ich meine? Ich druck das Phantasialand-Logo aus. Und ja, dann. Und dann... Naja, das mache ich schon. So, wir haben gerade eben... Nein! Welche YouTuber haben wir geguckt? Ah, ich bin hässlich! Echt so. Schön, dass das mal anerkannt hat. Ja, was fiel dir dabei auf? Dass sie 1:1 so aussehen wie wir. Nee. Aussehen? Nein. Dankeschön. Seid wohl ein bisschen blond. Nee, die sind so wie wir. Da. Ich konnte manche Sätze sogar vorhersagen, was die gleich sagen werden. Und 1:1, Philipp, so Anzeige ist raus, immer wenn ich irgendwas mache und er sagt das 1:1 dasselbe. Und die Freundin hat auch einen YouTube-Kanal, wovon ich gar nichts wusste. Und ich habe mir das Video so angeguckt und dachte mir so, boah, das wäre jetzt so ein Video von mir, ne? Jedenfalls weiter mit Wohnung aufräumen und keine Ahnung, was du da gleich noch in deinem Video so machst. Aber jedenfalls werde ich jetzt hier weitermachen, dass das hier ready for takeoff ist, wenn die Leute alle kommen. Ja. Wir sind, glaube ich, irgendwie 10 Leute oder so, ne? Oh, wieder? Ich hasse nicht. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Leute. Alles klar. Jedenfalls legen wir jetzt los. So. Auf geht's! El Toro. Ja, die Fotos landen dann quasi irgendwo hier auf unserem Banner. Ich glaube, so langsam nimmt das hier echt gute Gestalt an. So, machen wir weiter mit der Gestaltung des Tisches. Das ist jetzt richtig klug, weil jeder hat eine Farbe quasi und braucht sich nur die Farbe merken. Dann kommen keine Streitigkeiten auf. Das war aber meine. Ja, und man sieht einfach mal, wie viel Müll einfach anfällt bei solchen. Was machst du da? Mann, ich fühle mich gerade, wie ich sterbe. Och, Lele. Oh. Man nervt mich jetzt nicht. Ja, jedenfalls machen wir jetzt mal den Tisch hier fertig und dann melden wir uns nochmal, wenn wir komplett durch sind. Weil ich muss ja auch diesen.
So, da sind wir fertig. So, grob und ganzen. Und du, den würde ich nicht da hinräumen. Warum räumst du das eigentlich immer von Moment zu Moment immer woanders hin? Man kann sich nie, genauso wie die Schüssel, man kann sich nie merken, wo was steht, weil jedes Mal steht es woanders. Ja, so, jedenfalls, das war jetzt unser letztes Video in diesem Jahr. Und ja, in diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen und sehen uns im neuen Jahr wieder zum ja, sehr wahrscheinlich Video, wie ich mein Auto abholen werde. genau, jedenfalls danach dann Phantasialand richtig. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und sehen uns dann 2020 wieder. Wir fangen nächstes Jahr direkt an mit coolen Sachen, ne? Würde ich sagen. Und dann starten wir richtig durch und warten dann die Tage ab bis zum Heidepark. Ja, am 23, am 28. oder am 23.? 28. glaube ich. Ja, am 3. ist wieder die Eröffnung im Heidepark. Werden wir natürlich am Start sein. Und das war es jedenfalls für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch, wie gesagt, einen guten Rutsch und sehen uns dann 2020 zum neuen Video wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss!